So, ein herzliches Willkommen beim Drachen, heute mit einer kleinen Aufnahmesession. Ich wollte jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mal so ein paar Folgen. So, ja. Hier seht ihr meinen anderen Spielstand. Den werde ich jetzt nicht benutzen. Ich werde hier auf den Spielstand 2 gehen, weil wir fangen ein neues Spiel an. Und am besten, ich schaue einfach mal selber zu. Und nein, wir haben keine Facecam. So, das ist schon mal der Anfang. Ich gucke mal gerade, ob alles soweit funktioniert. Sieht aber gut aus. Genau, du wachst in einer kleinen Hütte auf. Du kannst dich an nichts erinnern, wie du hierher gekommen bist. Okay, also wir sind jetzt hier. Dieser komische Dude, der hier irgendwie rumlaufen kann und schlagen kann. Hier, Iron Fist. So. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, ich erkläre es mal kurz, wie es funktioniert. Ich werde nicht unbedingt auf die Story eingehen, so ein bisschen rumspielen und alles. Mal gucken. Also, erst einmal, wir sind Nobody. Also, wir sind niemand quasi. Niemand kennt uns, niemand weiß, wer wir sind, niemand weiß, wo wir hergekommen sind. Wir sind einfach irgend so ein Typ, der hier rumrennt und Zeug macht. Wichtig an dieser Stelle ist, ja, das Spiel heißt Nobody Saves the World. Und wie ihr euch denken könnt, müssen wir die Welt retten, obwohl wir eigentlich ein Niemand sind, den niemand kennt, niemand weiß, woher gekommen ist und so weiter. So. Und alles hier in der Gegend, wenn wir mit jemandem reden, wird uns alles zu diesem Haus da führen. Hast du letzte Nacht die komischen Geräusche in diesem Sturm gehört? Echt merkwürdig. Ja, also die wollen alle, dass wir hier hingehen. Zu dem Haus von Nostramagus. Mal kurz mit dir quatschen. Oh, Besuch. Du bist in. Was? Wo ist denn deine Hose? Keine Ahnung. Ach ja, wir sind nackig. Du hast dein Gedächtnis verloren. So sieht's aus. Das erklärt zwar nicht die fehlende Hose, aber ich vergehe. Was? Aber ich vergesse selbst ziemlich viel. Jo. Ich bin sicher, Nostramagus kann dir mit einem Trank oder so helfen. Er ist schließlich der mächtigste Magier aller Zeiten. Oder halt Zauberer. Wo lebt er denn noch gleich? Ach ja, hinter dem, ja, in diesem Ding mit diesem Riesenschild drauf. Genau, da müssen wir jetzt auch gleich rein. Wir können zwar zu den zwei Spacken da, aber. Ah ja, wir haben übrigens irgendwie ja auf dem Hinterkopf. Wenn wir jetzt dahin gehen, würden die nur sagen, ja, die warten auf einen Waldläufer oder so ähnlich. Wir können da also nicht durch. Und hier ist schon mal ein Loch im Fenster. Sehr guter Magier, der schon mal ein kaputtes Fenster hat. Nostramagus ist weg. Randy, der Respektierliche. Was zur Hölle? Wer war das? Meister, ich werde euch rächen. Ja, das ist ein bisschen der Spinner vor der volle Depp da, vor der Pfosten. Wer zur Hölle bist du? Ich gucke so, hä? Du bist wohl der neue Lehrling sein. Du bist wohl der neue Lehrling sein, was? Wo ist denn deine Hose? Zeig gefälligst etwas Respekt. Pff. Das dahin ist übrigens Nostramagus. Nostramagus, der mächtigste Zauberer aller Zeiten, wurde entführt. Wie konnte der entführt werden, wenn er der mächtigste ist? Es muss einen Hinweis geben. Hinterlassen haben. Für mich, Randy, den Respektierlichen, seine unerschrockenen Protégé. Ja, der textet uns ein bisschen zu. Ich werde es mal ein bisschen abkürzen. Ich kenne das Spiel schon. Ich habe das schon fast auf 100% gehabt. Um es kurz zusammenzufassen, der Typ steht jetzt da rum und wir müssen uns hier ein bisschen alles rumgurken und hier können wir irgendwas anfassen. Ja, eine Nachricht und ein Zauberstab.
Randy, ich bin in Schwierigkeiten. Nimm Stab, finde mich in. Ich wollte den Kaffee schnellstens duschen, euch Nase. Ja, der wollte, dass ich einen Kaffee bringe, weil da der Kaffee steht. Moment mal. Randy von dem Stab erzählen. Bloß nicht, der ist doch ein Vollpfosten. Bloß nicht, der ist doch ein Vollpfosten. Du bist kein Lehrling. Du bist ganz offiziell ein Tatverdächtiger. Ah ja. Jetzt kommt die Wache. Randy. Monster haben die Burg überrannt. Jetzt wollte er erstmal ein Stück zur Seite gehen. Perfekt. Ja, jetzt schmeißt uns erstmal da runter. Richtig dumm. Okay. Dumm gelaufen. Und damit haben wir uns den ersten Zauberstab. Du hast jetzt Quests. Genau. Da links sind die Quests, die können wir mal annehmen. Da können wir mal kurz gucken, was wir machen müssen. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Jetzt gerade ist es relativ uninteressant. Wir müssen das hier einmal machen. Dann quatschen wir einmal das hier an, einmal das Klo an. Und einmal das hier an. Außerdem quatschen wir mal die Tür an. So. Und das war's auch eigentlich schon. Laufen der Zelle umher, ja. So. Damit haben wir das. Jetzt drücken wir das hier und dann haben wir erstmal drei Quests absolviert. Genau. Und damit haben wir die Ratte freigeschalten. Form unlocked, Ratte. So, das hier sollte man eigentlich schon lesen, wenn man sich nicht auskennt. Freigeschaltet Knabbern. Das ist unser neuer Angriff. Macht Giftschaden um 15. Und eine passive Fähigkeit Plündern. So, dafür werden wir jetzt mal hier wechseln. Auf die Ratte. Dann haben wir das hier und das hier drinnen und wir haben neue Quests. Und zwar knabbere Gegner mit A, knabbere verursacht Dunkelheitsschaden. So, jetzt haben wir eine neue Questaufgabe. So, als Ratte können wir natürlich jetzt hier lang laufen. So, dann können wir hier mal alles so ein bisschen zusammenknabbern. Das ist ganz wichtig übrigens, dass ihr immer alles an Geld einsammelt, was ihr einsammeln könnt. Sehr schön. Ich sage euch gleich, wir werden übrigens relativ lange in diesem Dungeon hier verbringen, weil ich möchte nämlich die ersten Charaktere alle schon mal auf den Standard-Level bringen, den wir bringen können. Und das ist alles hier drin der Fall. So. Okay, damit haben wir schon wieder eine Quest abgeschlossen. Und wir sind auf Rang D aufgestiegen. Damit haben wir eine neue Fähigkeit freigeschalten. So, und drei neue Fähigkeiten. Das muss man auch immer regelmäßig lesen. Also wir haben jetzt einmal regeneriere Mana durch Knabbern. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Vergifte Gegner mit A. Genau. Und friss vergiftete Gegner. Also relativ einfach alles. So, also im Prinzip so. Jetzt sind sie vergiftet. Jetzt X. Dann haben wir es auch schon. Genau. Und so soll das nämlich auch laufen. Genau, und das machen wir jetzt so lange, bis wir alle Quests abgeschlossen haben. Wie gesagt, immer alles schön mitnehmen.
So, und das Wichtigste hierbei ist halt wirklich, dass man hier immer ein bisschen aufpasst. Das kann nämlich schnell nach hinten losgehen, wenn man einen falschen Gegner erwischt. Mist. So, dann haben wir hier das hier. Haben natürlich ein Ding. Jetzt kriegen wir noch mal ein paar Tipps zum Thema Vergiften. Den werden wir leider noch sehr oft sehen. So, sehr gut. Damit haben wir schon wieder drei Quests abgeschlossen. Zwei Quests, sorry. So, und die dritte ist vergiftete Gegner mit Knabbern. Das bekommen wir hin. So, damit sind wir im Rang aufgestiegen. Dann sind wir Rang C, damit haben wir die Wache freigeschaltet. Damit haben wir Schwerthieb. Und die Passive, jeder hat immer eine Passive, das ist der Bravado. Und da haben wir auch noch den Ranger freigeschaltet. Pfeilhagel, also der Ranger ist der Waldläufer, was ich vorhin gesagt habe. Und Vergiftung. So, und nochmal passives Level aufgestiegen. So, knabberte mehrere Gegner an. Regeneriere mehr Mana. Und gewinne mehr Gesundheit zurück. Muss ich drei Gegner gleichzeitig anknabbern? Ne, da steht nur knabbere Gegner an. Und jeder Charakterklasse hat natürlich sein eigenes Level. Und ihr seht, das ist wirklich sehr viel. Geht's auch nochmal nach oben. Also, da habt ihr einiges zu tun in dem Spiel, wenn ihr das auf 100% haben wollt. Sehr schön. So, hier sind wir beim Boss. Beim Boss müssen wir ein bisschen gucken, da haben wir nämlich manchmal auch Zeit. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Also Bosse sind nicht zwangsläufig Bosse, sondern es sind meistens eher Bossräume, wo halt mehrere Gegner auf einmal kommen. Und das war's. Ja, das müssen wir jetzt auch noch kurz machen. Hier können wir nämlich die Fähigkeiten noch aufleveln mit diesen blauen Münzen. So, und wie schon angekündigt, werden wir diesen Dungeon noch öfter machen. Deswegen werden wir solche Bildschirme hier auch sehr häufig sehen. Da haben wir auch den größten Teil schon geschafft.
Sehr gut. Damit haben wir das jetzt. So, gewinne mehr Gesundheit zurück. Mit Fressen. Okay. Ich muss mal kurz auf die Aufnahmezeit schauen. Wie weit sind wir? 15 Minuten. Da haben wir noch ein bisschen. Ich denke, gerade kriegen wir in der Aufnahme hier noch durch. So, verlassen Sie übrigens dieses X, ne? Weil das hier ist ja knabbern. Und die ganzen Diamanten einsnacken. Wie gesagt, das ist auch relativ viel. Genau, den Hebel brauchen wir nicht mehr machen. Das ist, brauchen wir bloß einmal. Ich wünsche, das hier würde auch nur einmal kommen. Wir haben natürlich auch Zeit, habt ihr bestimmt schon gemerkt, wo unsere Fähigkeit eine Abklingzeit hat. Ich glaube, wir brauchen die gar nicht erst vergiften, ne? Nee, brauchen wir halt. Wir müssen sie vergiften, weil wir das Mana ja brauchen. Mana mehr. Okay. Damit haben wir auch das. Was haben wir als nächstes für eine Aufgabe? Bestimmt irgendwas mit Bravo, oder? Erledige Gegner, indem du Fressen zum Fressen gern. Was? Erledige Gegner, die durch zum Fressen gern geschwächt sind. Ach so. Verstehe. Also wir müssen jetzt zum Fressen gerne einsetzen. Wenn sie geschwächt sind, können wir weitermachen. Kurz wieder aufsnacken hier. Immer kurz vorm Boss. Und man muss den Boss nicht zweimal machen, das reicht einmal. Hat man auch eigentlich keinen Nutzen von. Und ich glaube, im ersten Dungeon geht es ja dann mal, dass man mehr als einmal den Boss macht. Wenn man die richtig trifft, sterben sie direkt durch den Skill. So, mein Mana ist natürlich jetzt sehr knapp gerade. Das geht, glaube ich, auch, wenn die einfach durch zum Fressen gern sterben. Man muss die nicht extra damit nochmal killen dann. Wenn sie direkt sterben, das ist gut für uns. So, sehr schön. Höher können wir uns gar nicht aufleveln mit der Ding gerade, wie es aussieht. Also müssen wir dann bei Gelegenheit mit anderen Skills vorlieb nehmen. Dann würde ich jetzt erstmal auf die Wache gehen und wir nehmen uns die Kräfte der Wache vor. Haben wir natürlich noch eine Möglichkeit gerade. Ja, das hast du uns schon erzählt. Ich nutze die Dungeons immer ganz gerne für die Charakterlevelungen.
so, stimmt, Bravo müssen wir ja bei Ding einsetzen. Hab ich vergessen. Also wenn ich jetzt, ich muss mir jetzt etwa die Hälfte meines Lebens abziehen. Und das dann funktioniert Bravo nämlich. Achso, das kann ich euch mal kurz erklären hier. Ne, 20% der Angriffsschadens wird durch 30% der maximalen Gesundheit. Nachteil daran ist natürlich, man stirbt schneller. Fähigkeit hier annehmen. So, und die anderen laufen ja gerade wahrscheinlich einfach noch mehr angreifen mit Schärfe. Hier kann ich Bravo wieder einsetzen. Obwohl ich weiß gar nicht, wird er nicht sogar. Nee. So, jetzt kriegen wir eine neue Fähigkeit. Zimmerrang D. Und bekommen die Fähigkeit Stampfen. Ich gucke mal nochmal nach der Zeit. Okay, an der Stelle würde ich sogar sagen, beenden das Ganze mal und machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euer Drache. Tschüss, tschüss.